Oh ja, und hier sind wir bei Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Und ja, ich dachte mir, ein Zwischenprojekt oder ein Spaßprojekt, wo wir ein bisschen Pokémon spielen. Und ja, und nicht immer irgendein Pokémon Mystery Dungeon. Und es wird spannend. Und dann starte ich mal. Und dann spielen wir schon mal. Machen wir mal ein neues Spiel. Ah ja, Pokémon Mystery Dungeon. Ein Spiel, wo wir so schöne Sachen sehen können. Okay, so, dann geht's mal los. Willkommen! Dies ist das Portal, das du zu der bewohnten Welt führt. Aha, jenseits dieses Horrors wartet neue Abenteuer, und okay, wir werden in ein paar Fragen gehen. Beantworte sie aufrichtig. Okay, nun, bist du bereit? Ja, ich weiß nicht. Ist es ein Test? Dann lass uns mit den Fragenspiel beginnen. Hast du Erkundungsteam Zeit bzw. Erkundungsteam Dunkelheit gespielt? Warte, Moment mal, was war das? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich irgendein Mystery Dungeon gespielt. Du erblickst ein großes, komfortables Bett. Was sind deine ersten Reaktionen? Draufspringe, Moment, Bauchklatscher, draufspringen, Bauchklatscher, draufspringen, Bauchklatscher, draufspringen, einrollen, draufspringen, ja genau. Du gehst spazieren, als ich an ein Fernsehteam um ein Interview bittet. Was machst du? Weglaufen, wie peinlich. Beantworten die Fragen ernsthaft. Oh Mann, ich bin im Fernsehen. Ja, das will ich wirklich machen. So, du bist im Kino. Was siehst du dir an? Ein Actionfilm, ein Drama, ein Liebesfilm. Ich bin irgendwie für Liebesfilm, aber naja. Naja, ich bin ein harter Kerl, also Action. Und ich muss sagen, möchtest du einmal berühmt sein? Weiß nicht, irgendwie nicht, aber irgendwie schon. Aber ich will irgendwie dazwischen sein. Gibt's das irgendwie? Na gut, machen wir mal, ja. Berühmtheit ist sehr gut. Hey, was ist das? Da ist jemand hinter dir. Na? Hast du dich gerade umgedreht? Mach mir keine Angst. Oh, nein, ich drehe mich niemals um. Okay, du hast mich reingelegt. Darauf falle ich nicht rein. Hä, was? Ja, so ungefähr. Okay, du sitzt im Klassenraum, als du plötzlich bemerkst, dass du dringend auf die Toilette gehen musst. Was tust du? Naja, ich gehe aufs Klo. Was sonst? Ich schleiche mich raus, ich verkneife es mir bis zur Pause. Ich frage, ob ich aufstehen darf. Ja, so, ja. Möchtest du eines Tages größer sein? Was? Wie größer? Wie meinst du das? Möchtest du eines Tages größer sein? Wie meinst du größer? Ach so, ich bin noch ein kleines Kind. Okay, ja, klar will ich größer sein. Okay, blickst du trotz aller Rückschläge positiv auf das Leben? Okay, bist du männlich oder? Ich bin männlich, natürlich. So, und nun wird deine Aura analysiert. Deine Aura ist die Energie, die du ausstrahlst. Oh, was ist das, eine Schleife? Ich bin eine Schleife, toll. Entspann dich. Oh, okay. Drück deine Fingerspitze nun sanft auf dem Band. Ich spiele das auf meinem Emulator, wie soll das funktionieren? Ah, okay, so. Hoppla. So. Du hattest den Finger noch ein wenig länger auf den Touchscreen. Ach so, länger! Das hast du mir nicht gesagt. So, entspann dich, okay. Okay, drücke den Fingerschmetter nun sanft auf die. Blablabla. So, hoppla, jetzt habe ich wieder kurz. Hoppla, hoppla. Ich bin einfach ungeduldig. Was soll ich tun? So, nochmal. Drittes, diesmal schaffe ich's. So, jetzt, okay. Genau so, nicht bewegen. Tief einatmen. Und außerdem. Okay, deine Aura konnte infiziert werden. Nimm jetzt deinen Finger. Was? Deine Aura ist. Oh nein, was für ein Pokémon bin ich denn? Eine blaue Schlafe. Ein klares Aquablau. Oh na toll. Danke für deine Beantwortung dieser Frage. Du bist eher ein. Der freche Typ oder zumindest etwas vorlaut. Du nimmst mich gerne Befehle entgegen, du bist ein bisschen rebellisch und widersprichst gerne. Stimmt doch ganz und gar nicht. Du bist gerne der einsame Wolf. Was? Ich bin noch nicht einsam. Mit genügend Abstand zur Gruppe und der Freiheit alleine handeln zu können. Ich kann nicht alleine handeln. Die Älteren haben die Größe. Blablabla, ist ja voll das Gegenteil von mir. So. Also ein frecher Typ wie du. Wie ein Riolo. Ah, ich bin ein Riolo. Das wusste ich ja gar nicht mal. So gut jetzt. Also gut, das ist mein Gegenteil, Leute. So bin ich ja gar nicht. So, wieder dein Partner. Gut, ich bin Riolo. Ich bin eher so ein Kampf-Pokémon. Was nehme ich mir? Nehme ich Pampflum? Oder Plimpfer? Oder Evoli? Oder Shinux? Schwere Wahl, schwere Tat.
Ich würde sagen, Pamflam. Ja, nehmen wir Pamflam. So, möchtest du Pamflam als dein Partner? Ja, nein, er soll nicht Pamflam sein. Er soll... So, Moment. Er soll... Ah, Mann, das... So, kann man auch so machen. Pan... Pamflam. Pamflam. Genau, so soll er heißen. Genau. Ha, viel cooler ist Pamflam. So, ja. Ich bin mir sicher. So, ab in die Welt der Pokémon. Schlag bleibt immer... was weiß ich. Okay. Los geht's, ja. Jetzt bin ich in Kapitel 1. Ein Sturm auf See. Boah. Bist du in Ordnung? Nein! Nicht aufgeben! Nur noch ein bisschen! Komm schon, halte durch! Nein! Ich kann nicht! Nicht mehr! Wer spricht eigentlich? Boah. Ich weiß gar nicht mehr, wer da spricht, Mann. Oh, es stürmt schön. Ist jetzt nicht schön? Soll ich jetzt Angst haben, oder wie? Achso, okay. Aha, Punkte. Urk! Wo bin ich? Ich kann nicht. So müde. Ja, das bin ich wahrscheinlich wirklich. Ich bin wirklich immer müde. Nein! Ich will nicht länger zur Untätigkeit verdammt sein. Keine Ausreden mehr. Heute nehme ich meinen Mut zusammen. Pokémon entdeckt! Es ist ein Fußabdruck! Der Fußabdruck ist vom Pamflam! Bin ich erschrocken? Puh! Ich kann mich doch nicht überwinden, reinzugehen! Ich habe mir eingeredet, heute sei es soweit, aber... Ich dachte, es würde mir helfen, meinen Schatz mitzunehmen. Aber ich kann es einfach nicht. Ich bin ein solcher Feigling. Das ist ja so entmöglich. Genau, Pamflam. Geh runter zum Strand. Hey, Zubat. Hast du das mitbekommen? Darauf kannst du wetten, Zumagon. Dieser kleine Schlaffi, der sich hier herumgedrückt hat, der hatte etwas Interessantes dabei, wie? Genau, ganz genau. Und es sah aus wie eine Art Schatz. Gehen wir hinterher? Na klar! Oh, Seifenblasen. Was für eine herrliche Aussicht! Ah, was für eine herrliche Aussicht, okay. Wenn das Wetter schön ist, kommen die Krabbis bei Sonnenuntergang heraus und pusten Blasen in der Luft. Wie sich die Sonnenstrahlen in all diese Blasen spiegeln, das beeindruckt mich jedes Mal. Sehr schön, muss ich sagen. Sehr schön. Hier komme ich immer her, wenn ich mich elend fühle. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich wieder gut. Dieser Ort bessert meine Laune ungeheim. Ganz genau. Hey, was ist das? Was denn da drüben los? Hä? Was ist das? Was ist das? Was? Oh, ah! Das
ist jemand in den Schatz? Wer ist das? Was ist passiert? Alles okay? Sehr gut. Du bist wach. Oh ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Wo bin ich? Du kannst dich kein bisschen... du hast dich kein bisschen gerührt. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass du hier ohnmächtig würdest? Ich war ohnmächtig? Was? Ich war ohnmächtig? Ich bin jedenfalls Panfram. Freut mich, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Dein Gesicht kommt mir nicht bekannt vor. Was? Du kennst mich nicht? Hä? Du bist ein Mensch? Du siehst für mich wie ein ganz normales Pokémon aus. Oh mein Gott, es ist tatsächlich wahr. Ich bin ein Riolo. Aber wie ist das geschehen, hä? Ich kann mich nicht erinnern. Du bist etwas merkwürdig. Soll das irgendein Streich sein? Du hast die Wahrheit gesagt. Okay, wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name? Ach ja, mein Name ist... wie heiße ich? Ich habe keinen Plan. Also gut, ich heiße... Roxem. Okay. Ja. Oh, du heißt Roxem. Okay. Und zumindest scheinst du nicht bösartig zu sein. Tut mir leid, dass ich... Was weiß ich. Abla. Das wollte ich tun. So. Ah, ja. Rede viel weiter. Wir wurden in letzter Zeit aggressiv geworden. Die Dinge sind irgendwie außer Kontrolle geraten. Ah! Hey! Au! Ach, das tut mir aber leid. Hey, warum hast du das gemacht? Kommst du nicht selbst drauf? Wir wollen Ärger machen, du hast wohl nicht den Mumm dazu, dich zu wehren. Was? Das gehört dir, oder? Hey, das ist... Sorry, du Zwerg, aber das nehmen wir. Wow. Willst du dir nichts zurückholen? Was ist los? Hast du dir etwa Angst? Ich hätte nie gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hauen wir ab. Bis irgendwann, du Memme. Oh. Was sollen wir nur tun? Oder was sollst du? Okay. Das war mein Schatz. Er bedeutet mir alles. Ihn zu verlieren. Das ist sehr schrecklich, wenn ich ihn verliere. Hilfst du mir? Na klar, helfe ich dir. Danke, du bist echt nett. Gut, gehen wir. Strandhöhle? U1, okay. Begib dich zu den Treppen. Okay, Moment, erst will ich mir noch Sachen holen. Ah, Silberling, genau, wie funktioniert das alles noch? Ich habe alles vergessen, wie das funktioniert. Moment, ich will auch kämpfen. Warte auf mich. Ah, ich renn. Ich hab die Steuerung anscheinend falsch eingestellt. So, okay. Muss ich mir nochmal nachschauen. Okay, warte auf mich. Okay, jetzt renne ich wieder hoch. Aber da ist Pokédoller. So. Okay. Rennen wir mal zu... Die Treppe. Wie gesagt, weiter. Da ist schon wieder die nächste Treppe. Was soll das? Na egal, wir holen uns noch. Hoppla, ich wollte runter. So. Okay, mit X, okay. Und zum Wissen, hoppla, falsche Richtung. Und da kommt schon wieder ein Pokémon. Warte, ich will auch angreifen. Oh Mann. Hoppla, jetzt renn ich weg. Oh Mann. So. Dann nimm. Angriff A. Achso, er ist schon tot. Okay, na dann. Wir erkunden noch ein bisschen. Und dann gehen wir rein. Ah, falsche Richtung. So. So, da. Okay, anscheinend gehe ich jetzt in den Kreis. Auch schön. Okay. Okay. Okay, hier geht's rauf, hier geht's runter. Okay. Sehr schöne Dungeon, muss ich sagen. Sehr schön. So, okay, da gibt es tatsächlich nichts. Ich dachte, da gibt es irgendwas Hübsches. So, die Beere lassen wir liegen. Ich brauche keine Beere.
Das ist für Anfänger, tja. Also gut, da. Ah. Gucken wir uns. Ah, zack. Los, Panflam, hilf mir. Ah, zack. Aua, zack. Okay, Moment. Man kann. Okay, etwas fallen lassen. So, okay. Jetzt gehen wir runter. Links, rechts, links, runter. Jetzt rechts. Und jetzt gehen wir weiter, schön weitergehen. Wir machen das gut. Und da ist ein Gegner. Ah, du dachtest, du kannst den kommen. Niemals. Ja, zack. Zack. Oh Mann, ist das so cool, wenn wir Pokémon spielen. Und, oh Mann. So, jetzt gehen wir hoch. Rechts. Und hoch. Und da ist schon der nächste Weg. Der Ausgang, weiter. So, oh. Ist das unklar? Du hältst Hinweise, aha. Moment, ich wollte das Ding holen. Aber naja. Wenn du willst, dann kriegst du alles auf meine Maul. Zack. Nochmal. Zack. So. Warte, das wollte ich haben. Ach so. Okay, dann halt nicht. Oh, da kann man weitergehen. So, dann gehen wir weiter mal. Ist noch immer Level 5. So, Strandhöhlengrube. Hey. Na sowas. Wenn das nicht unser alter Freund, die Memme ist. Ups. Gebt mir zurück, was ihr gestohlen habt. Das ist mein Schatz. Er bedeutet mir alles. Schatz, sagst du? Dieses Ding ist also wirklich ein wertvolles, was? Ich würde sagen, das Ding könnte mehr wert sein, als wir gehofft haben. Wir sollen versuchen, es zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir einen guten Preis. Wow. Noch ein Grund, es nicht zurückzugeben. Was? Wenn du es unbedingt zurück willst, komm und hol es dir. Oh, das hätte ich nicht tun sollen, meine Freunde. Jetzt kriegt sie richtig aufs Maul. So, wer kriegt richtig aufs Maul? So, okay, jetzt mal gone. Moment, wie kann ich so schauen? Na gut, dann stelle ich mich mal dahin. Dazwischen. Die Beine. Du machst sie alle. Oh, die sind ganz schön stark, meine Freunde. Okay, dann greife ich mal den da, ne? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Wir packen das. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl, dass ich jetzt nicht packe, aber... Okay, fixierte Attacke einsetzen. Okay, L. Okay, ich habe keine fixierte Attacke. Okay, na dann. Okay, los, Panflam, hilf mir. Ich pack das nicht alleine. Ich mache nur 3. Minus 3. Oh, okay, tschüss. Tschüss, ich renne jetzt weg. Lass mich in Ruhe. Muss ich jetzt angreifen? Oh, ich bin tot. Du hast mich geschickt, das Panflam. Mann. Das will ich dir nie verzeihen, Panflam. Ja, Panflam, ganz genau, das will ich dir nie verzeihen. Nie. Was? Genau, was? Du hättest noch weiter kämpfen können, Panflam. Mann, Panflam, böse. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Aua, das war ein Reinfall. Ich glaube, wir... Ja, blablabla. Genau, wir gehen nochmal rein. Ja, gehen wir nochmal rein. Los, geh rein. Ja, los, gehen wir rein. So, meine Freunde, und hier bin ich wieder mit... Ja, wieder dort, wo wir sind. Und diesmal, Panflam, machst du... Also, hilfst du mir, ja? Mit Zubat, ja? Zubat ist ein harter Kerl. Also gut, wir gehen jetzt auf Zubat, würde ich sagen. Er ist ja richtig hart. Das Morgen, der kann sich was weiß ich was. Ja. Wir werden es jetzt zeigen, mein Freund. Komm schon. Mann. So. Okay, los geht's. Und diesmal habe ich herausgefunden, wie man Attacken einsetzt. So. Nein, Attacken. Wo sind die Attacken? Ah. Attacken. Nimm mal rück zur Cape. Einsetzen. Zack. Aua. Zack. So, der ist schon tot. Wow, der war ganz leicht. Okay, hätte ich das früh gemacht, hätte ich es doch geschafft. So. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind ein super Team, Panflam. Uff, sie haben uns geschlagen. Ja, das sind wir. Verflext. Wie haben sie diese Schwächlinge es geschafft, uns zu schlagen? Bah. Hier, dann nehmt es halt. Wow. Bildet euch nichts darauf ein. Ihr hattet nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Oh, mein Relikt. Fragment. Ich bin zu froh. Ich habe es tatsächlich zurückbekommen.
Und das liegt daran, dass du mir geholfen hast, Roxen. Danke, Roxen. Ach, gerne, 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 gerne. Im Ernst, danke. Ach, gern geschehen. Ja, ich habe nur zufällig geholfen, genau. Ich glaube schon, dieses Pokémon, ja, ist wirklich nett. Blablabla. So. Das haben sie gestohlen. Das ist ein Reliktfragment. Naja, zumindest habe ich angefangen, es zu nennen. Aber dieses Reliktfragment, es ist mein wertvoller Schatz. Weißt du, ich möchte schon immer Legende und sagen. Siegen, oder sagen? Ja. Ich finde die Geschichten aus der blablabla. Gelesen dir nicht so blablabla. Fremde Leute, die darauf warten, entdeckt zu werden. So, müssen voller Gold und Schätze sein. Und Geschichte wäre es nicht so toll, Geschichtenentdeckungen zu machen. Ja, ich träume die ganze Zeit davon. Ich finde das wirklich aufregend. Und eines Tages fand ich dann zufällig dieses Reliktfragment. Klar, auf diesen ersten Blick sieht es wie ein nutzloser Stein aus. Aber wenn man genau hinsieht, siehst du? Kannst du das, das Muster sehen? Aha, ich sehe es. Sieht wirklich merkwürdig aus. Wirklich merkwürdig. Dieses Muster muss irgendwo bedeuten, ganz sicher. Muss irgendwas bedeuten, ganz sicher. Ja. Muss sicher irgendwas ganz genau bedeuten. Muss irgendwas Cooles sein. Dann will ich einen Erkundungsteam beitreten. Diese Frage muss irgendwo hineinpassen. Wo genau war, das will er, bla bla. So. Aber. Ich habe eine Rückzieher gemacht. Wieso das? Was ist mit dir, Roxen? Was wirst du machen? Du hast ein Gedächtnis verloren. Und du hast dich irgendwie in ein Pokémon verwandelt. Weißt du, wo du jetzt hingehen wirst? Falls nicht, kann ich dich dann um einen großen Gefallen bitten. Willst du mir ein Erkundungsteam gründen? Ich glaube, du und ich würden ein gutes Erkundungsteam abgeben, Roxen. Also wie wäre es? Komm schon, bitte. Was? Was soll ich tun? Diese Angriffe kommen. Okay, nehmen wir an. Was sollen wir schon große tun? Haben wir angenommen? Ja, ich nehme schon. Ja, los. Geht schon los. Ja, wirklich? Du willst mit mir ein Erkundungsteam gründen? Juhu, danke. Wir werden ein großes Duel abgeben. Du wirst sehen, wir schaffen es. Was? Ganz sicher. Lass uns als erstes zu Knurlof gehen. Und uns bei ihm als Lehrlinge abmelden. Dort können wir trainieren, um ein richtiges Erkundungsteam zu werden. Ich glaube, das Training wird richtig hart. Aber lass uns unser Bestes geben, Roxen. So, Leute. Und das war's mal. Bis zum ersten Kapitel. Und dann sage ich mal ciao. Bis dann. Und bye bye.